Klopfen wir mal, klar. Warum nicht? Sie? Ich dachte... Ach, egal. Wie heißen Sie doch gleich? Rein! Sofort! Hier lang. Und zwar leise. Einige Idioten haben das Gebäude oben gesprengt und das ganze Nest geweckt. Darunter? Das ist der Superintendent. Die KI, die alle Systeme der Stadt steuert. Meine Mission, unsere Mission, ist, seine Daten zu sichern. Aber es gibt nur einen einzigen Weg da rein. Direkt durch das Nest. Allein zu gehen wäre Selbstmord. Ich hatte auf mehr Verstärkung gehofft. Aber sie müssen reichen. Waren Sie die ganze Zeit allein? Haben Sie oben gekämpft? Wenn Sie nicht die Nacht im Pott waren, müssen Sie einiges drauf haben. Beweisen Sie's. Na gut. Na gut, ich habe wenigstens wieder volle Energie. Das ist toll. Kontakt. Was sollte? Sag mal, willst du mich verarschen? Hast du eine Granate nutzloserweise geworfen? Runterfallen muss. Schön, dich wiederzusehen. Zurück. Nimm das. Ja, das war eine gute Granate. Soldat, durch die Tür. Verstanden. Wir müssen springen. Du zuerst? Ah! Wenn ich sowas bekomme, ist das nie gut. So erledigt, was hast du denn? Ach da.
Es wird wärmer. Wir müssen direkt unter dem Nest sein. Gehen Sie über die Brücke. Vielleicht geht's da nach oben. Soldat, hier lang. Ja. Hier ist ein Fahrstuhl. Kommen Sie zu mir. Sag mal, willst du mich verarschen? Nächster Halt. Baggerzentrale. Baggerzentrale? Also, das ist halt blöde Übersetzung, weil es geht hier, ist jetzt hier nicht eine Zentrale von Baggern und die Wir graben hier Loch. Zusammenbleiben und schnell und leise vorgehen. Alter, was? Verdammt, so, da sind sie. Thema leise. Shit. Oh, cool. Deckung. Wäre es gut, wenn wir nicht getrennt wären. Oder vielleicht ist das gut, ich weiß es nicht so genau. Aber sie kennt den Weg. Hoffe ich. Was? War doch gerade noch hier. Ich hatte nicht vor zurück, aber... Gut gemacht, weiter so. Wir sind fast da. Sicher. Keine Rüstung, ne, die Kleinen hier. Was? Was ist denn hier los? Die teleportiert sich einfach nur. Da ist doch schon wieder so ein komisches Gehirn. Gut, vielleicht bräuchte ich die noch. Nicht übel. Sie wissen, was sie tun. Naja, ich schieße und töte den Feind, der jetzt nicht unbedingt an, also gleich aussieht wie wir. Also so schwer ist das nicht. Ich gebe Ihnen Deckung, Soldat. Weiter. Hm. Nicht schießen!
Die kennen wir schon von früher, aber so nah waren wir noch nie dran. Soweit ich weiß, sind das Gefangene oder Sklaven. Jedenfalls mögen sie die Allianz genauso wenig wie wir. Den habe ich in den Tunneln gesehen. Er griff auf Comms, Sicherheitskameras, die Verkehrssteuerung zu. Auf alles. Schließlich kam er hierher. Der MND nennt sie Ingenieure, hält sie für eine Art biologischen Supercomputer. Wenn ich recht habe, hat dieser die Daten des Superintendent mit seinen eigenen kombiniert. Alles, was wir über die Allianz wissen wollen, wonach sie unter der Stadt suchen, ist hier, direkt vor uns. Oh wow, was für ein Supercomputer. Verdammt! Die Bagger haben den Alarm ausgelöst. Buck! Veronica, wo bist du? Im Datenzentrum, aber wir kommen raus. Hier? Keine Zeit für Erklärung, aber schießt nicht. Ich wiederhole, schießt nicht auf Ziele, die pink sind. Wie du meinst, aber beeil dich! Die Brutes sind wegen des Ingenieurs hier. Sie wollen ihn umbringen. Sie. Bleiben Sie hinter mir. Okay? Okay. Lass doch mal das Scheiß-Hut angeschaltet. Ah, das sieht schon besser aus hier. Oh, das ist der Ausgang. Gehen Sie durch die Tür. Bewegung, Soldat. Hier rein? Welche Tür? Okay. Wird schon richtig sein. Dieses Objekts solltest du mich mal aufklären. Nicht jetzt, Buck. Hey, ganz ruhig, Anfänger. Wohin? Der schützt uns, ne? Wie die anderen das bei den anderen machen. Die Tür ist zu. Verdammt. Keine Sorge, wir haben den Schlüssel. Ja dann, walte deines Amtes, mein Freund. Von denen haben wir heute Hunderte gesehen. Was ist an dem so wichtig? Dieser Ingenieur weiß, was die alle...
Ernst vorhat. Und wenn ich mehr davon erwische, weiß ich es auch. Ihr Wissen kann den Krieg entscheiden. Oh. Ihr habt doch keinen umgebracht, oder? Nein. Naja, ein oder zwei. Gute Arbeit. Woher sollte ich das wissen? Die haben aber auch Bomben in sich, also die sollen nicht gefangen genommen werden. Wir schießen nicht, würde ich sagen. Fahrstuhl, na los! Ist das hier der Fahrstuhl? Oh, ich dachte, da kommt eine Cutscene. Puh, Gott, das Ding stinkt. Das erinnert mich irgendwie an... Wofür war das denn? Für den Missionsabbruch. Welche Mission? Du warst abgetaucht. Mein Squad war verstreut. Ah. Und das? Weil du zurückkamst. Nein. Danke. Wir nicht. Gut gemacht, Anfänger. Wirklich gut. Aber es ist noch nicht vorbei. Sie sollten zurückbleiben, Captain. Wir bahnen Ihnen den Weg. Einverstanden. Ich gebe dem Objekt Deckung. Konzentration, Anfänger. Wir müssen aus der Stadt raus. Ja gut, dann... Dalek? Ja, lauft ruhig. Hä, ist das ein Spieler? Die laufen in Ego-Shootern genauso dämlich rum. Das war der letzte. Ja, weiter geht's. Ganz wo wollen wir eigentlich? Aus irgendeinem Grund muss man hier runterspringen. Der schnellste Weg aus der Stadt. Was für ein Highway? Ist das richtig? Ich mach doch. Soll ich die Beine machen? Spinnst du? War nur eine Idee.
vorn müsste ein Fahrstuhl sein. Augenblick. Das Alien muss erst den Schalter aktivieren. Wann ist das passiert? Sie sind aufgetaucht, als ich in den Untergrund ging. Und du wartest bis jetzt, um mir das zu sagen? Oh, tut mir leid. Ich war beschäftigt. Ich musste auf ihn hier drüben aufpassen, damit er uns nicht alle in die Luft sprengt. Eddie Buck denkt immer nur mit seiner Knarre. Du hast dich nicht geändert. Ich? Was ist mit dir? Du bist so voller MND-Geheimnisse, dass du keine klare Antwort geben kannst. Das ist nicht fair. Oh, da hast du recht. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Echt? Tja, hier bin ich. Wir müssen weiter, sofort. Hast du wenigstens den Rückweg geplant? Ja, ich habe einen Phantom gestohlen. Er ist in der Werft an der Straße versteckt. Aber da ist nur Platz für zwei. Daher muss das Ding auf deinem Schoß sitzen. Der Ingenieur, wo ist der hin? Hat er den LKW? Gib mir Deckung. Was ist das? Und bleib an mir dran. Hör mal, Anfänger. Wenn du dich je in eine Frau verliebst, dann in eine mit Mumm. Irgendwas sagt mir, wir sterben sowieso, bevor dieses Spiel wirklich vorbei ist. Also. Ich bin der Beifahrer. Na klar. Captain, wo soll's lang gehen? Ziemlich eng hier. Der Ingenieur macht irgendwas mit der Steuerung. Hey, aufpassen bitte! Das kann nicht wahr sein. Ich gebe dir große Mühe. Halt dich einfach da raus. Mehr Probleme. Achtung! Ruhig halten! Alter! Die Allianz muss die Tür versperrt haben. Der Ingenieur braucht einen Moment, um sie zu öffnen. Das war's. Es geht weiter. Was ist damit? Das scheint ja einfach nur ein Ersatzfahrzeug. Das war so klar. Muss das Ding nicht kaputt machen? Alle wollen zum Slipspace-Krater. Der Allianz-Ausgrabung nördlich der Stadt.
Warum sind hier keine drauf? Über? Ja. Ich erledige dich. Gut so, jetzt durchhalten. Oh, wow. Ja klar, nimm den da hinten anstatt den hier vorne, hä? Hey, Augenblick! Da ist ein Gauss Warthog, den nehmen wir! Alles klar. Bleib dabei, Soldat. Sie fahren, ich schieße. Soll ich nur, dass jetzt irgendwas Größeres kommt? Panzer wahrscheinlich. Ja, steig auf, los! Schießt er extra daneben? Was ist das denn? Da sind Medipacks drin. Oh ja, sehr gut. Kack, ein Scarab. Ich sehe ihn. Er muss aus einem der Kreuzer kommen. Fahrt einfach weiter. Er hat uns nicht entdeckt. Noch nicht. Ich war zu nah am Panzer. Der hat mich eigentlich platt gemacht. Kack, ein Scarab. Ich sehe ihn. Er muss aus einem der Kreuzer kommen. Macht einfach weiter. Er hat uns nicht entdeckt. Wie seid ihr nur unversehrt über diesen Highway gekommen? Gestern war hier nicht so viel los. Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Und ich muss... Ha!
Unbedingt. Macht einfach weiter. Er hat uns nicht entdeckt. Also jetzt auch den Panzer, alles klar. Ihr Wichser, was kommt als nächstes? Was war das denn? Sollte jetzt vorbei sein. Patronen im Anflug! Sturmträger! Auf 10 Uhr! Mann, ist das Ding riesig! Also mit einer Armada von Panzern würde ich ganz schön was reißen, glaube ich. Er lädt seinen Ausgrabungsstrahl auf. Aber die Ausgrabung ist auf der anderen Seite der Stadt. Sich da einfach durchbrennt. Sie wollen die Stadt niederbrennen und den Planeten verglasen. Allianzschweine. Wie damals auf Reach. Wir sind so weit gekommen und schaffen den Rest auch. Keine Sorge, Buck. Klar. Ja, okay. Wir
Vicky? Hören Sie mich? Kleine Planänderung. Sie kommt zu uns. Am Himmel ist viel los, Gunny. Es gibt keinen anderen Weg. Die Allianz hat den Highway zerlegt. Wir müssen uns beeilen. Steigen Sie auf und fliegen Sie den Phantom zu meinem Signal. Verstanden. Und bleiben Sie ja aus der Schusslinie des Trägers. Okay, hier ist ja gar nichts. Wie viele kommen denn noch von denen? Ein Scarra! Vorsicht! Er hat's auf uns abgesehen! Wir sind viel zu schnell! Fuck, ich kann nicht... Veronica, sprich mit mir! Dem Objekt geht's gut. Scheiß auf das Alien, was ist mit dir? Geht's gut, aber der Müllwagen ist hinüber. Das ist ein Müllwagen? Der Rampe. Nördlich des Highways ist ein Gebäude. Da verschanzen wir uns und warten auf Abholung. Boah, ist es still auf einmal. Hier stimmt was nicht. Warum geht's nicht weiter? Hallo? Aus dem Fahrzeug, Soldat. Los! Wow. Warte hier, Veronica. Anfänger, wir sichern das Gebäude. Die sehen schon recht tot aus. Oder auch nicht. Gebiet gesichert. Kommt zu uns. Veronica, wir decken euch. Scheiße. Mickey, wie sieht's aus? Ich fliege mit Umweg, Gunny. Die ganze Warum habe ich das leise gemacht, wenn er jetzt hier einfach rumballert? Ein wichtiges Objekt und Allianzeinheiten, die seinen Tod wollen. Also geben Sie Gas. Ja, Ma'am. Der braucht ein bisschen. Oh!
Wollen wir da eigentlich rein, oder? Oder ist das nur unser Verteidigungsposten? Oh, Scheiße, Leute. Ich hätte ihn nicht verschießen dürfen. Ich glaube, ich muss mich mal um die da hinten noch kümmern, sonst werden wir nicht abgeholt. Keine Ahnung, wie die da gelandet sind. Ich hab nichts, um die Panzer auszuschalten. Thank you.
Wow. Wo bin ich denn? Ich wollte mich um die Scharfschützen kümmern gerade. Gerade voll aus der Deckung geschubst, der Penner. Vielleicht haben wir ja hier irgendeine Art von Munition noch. Da liegt der Hammer. Sehr gut. Yeeha! Geht's ihm, Jungs? Die nehmen den linken, Romeo. Ich hab ihn. Ruhig halten. Für Neulinge stellt ihr euch gar nicht so schlecht an. Gut zu wissen, dass ihr einmal auch zuhört. Okay, die scheinen jetzt tot zu sein, kaputt zu sein, ich weiß es nicht. Los, Anfänger, zum Phantom. Bin dabei. Worauf warten Sie noch, Soldat? Phantom, jetzt! Ich lauf doch! Mann, gib mir doch mal Zeit. Das Spiel erlaubt mir ja nicht zu rennen. Das Ding sicher, solange es nicht getroffen wird.
Los! Mach schon! Verdammt! Los! Ah, Mist. Wie bei so einer Kuh. Was soll ich sagen? Was für eine Nacht. Ganz vorsichtig. Dafür gingen wir durch die Hölle? Verpassen Sie ihm eine Dröhnung, ja? Der ist wichtig. Er weiß Dinge. Mann. Gunny. Ich meinte nicht das Alien. Mickey? Ich schicke einen besonderen Co-Piloten mit. Ach, komm schon. Ich will keins der Dinger hier drin haben. Er beißt nicht. Und im Gegensatz zu dir weiß es, wie man sich die Kreuzer vom Hals hält. Die haben sowieso zu viel um die Ohren. Anscheinend haben sie gefunden, was sie gesucht haben. Was ist mit dir? Mit uns? Gewinn diesen Krieg und dann frag mich nochmal. Weißt du, gewinn den Krieg, nicht überlebe den Krieg, sondern gewinne ihn. Wenn du verlierst, ist egal. Dann lass dich bloß nicht bei mir blicken. Lord Hood hat die Freigabe erteilt, aber es war meine Operation und es ist mein Verhör. Wir haben nur einen. Das wird schwierig. Keine Sorge. Ich weiß, was die Aliens mögen. Hat er Zugriff auf das Allianznetz? Ja, aber nur eingeschränkt. Wir wissen nicht genau, wie er die Verbindung hält. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig! Sergeant Major, bitte! Es ist leicht entzündlich. Die Brutes. Die Schweine, die deine Kumpel bombardiert und Millionen meiner Leute getötet haben. Die graben ein Riesenloch. Du wirst mir jetzt genau sagen, was sie suchen. Und du wirst mir helfen, sie aufzuhalten. Tja, und damit haben wir wieder mal ein Teil von Halo durch. Und zwar Halo 3 ODST spielte neben Halo natürlich, ist ja klar. Wir haben die Aliens verfolgt als Master Chief und ein Kampf musste aber noch auf der Erde stattfinden. Tja, und mit Halo 4 geht's dann morgen weiter. Also, gut, ich hoffe, der Sound wird besser. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr möchtet. Das ist kostenlos. Oder ein Däumchen, Kommentare. Ich versuche immer, jeden Kommentar zu beantworten. Wenn irgendwas ist. Also ich freue mich über alles. Selbst negative Kommentare sind okay, solange sie produktiv sind. Produktiv? Produktiv? Produktive Kommentare? Wer ist denn das? Keine Ahnung, ich komme gerade nicht auf das Wort.
solange sie vernünftig sind. Ne? Also man kann ruhig Kritik äußern, aber auf eine vernünftige Art und Weise. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen dann in Halo 4 und schauen mal, was uns da erwartet. Was wahrscheinlich fast alle wissen, bis auf ich. Also, bis dahin. Ciao.